Hallo zusammen, hier ist der Anton von A Swiss Prayer. Ich wollte euch mal in meinem Game Room zusammen. Ist noch nicht ganz perfekt, aber gehen wir mal rein. So, das ist mein Raum. Ist noch nicht perfekt, aber was haben wir denn da? Zum Beispiel, da haben wir den Sega Mega Drive mit der CD zusammen, also Mega CD zusammen. Dann da haben wir das Master System 2. Der erste Sega, Master System 1, Sega Saturn. Das ist PAL Edition, also die europäische Version vom Sega Mega Drive. Das ist auch eine, einfach die billigere. Und das ist der Sega Dreamcast, kennt ihr sicher auch. Dann gehen wir zu Nintendo. Da haben wir den ersten Nintendo. Dann haben wir den Game Boy, dann haben wir den Nintendo DS. Plus, da haben wir den Super Nintendo. Adapter für Gameboy-Spiele, Nintendo 64, Nintendo GameCube. Dann gehen wir weiter. Da haben wir mein heiligste Ecke gefallen. Und dann die teuerste Ecke gefallen. Das ist jetzt die Originalschachtel vom Sega Master System 2, wo ich mir gezeigt habe. Und dann die teuerste Ecke. Also, da kommt die erste Neo Geo AS, kennt sicher auch viel. Das ist Neo Geo CD. Das ist der andere Neo Geo CD. Plus da der Panasonic FZ10, der sehr, sehr, sehr selten ist. Dann gehen wir zu der Atari rüber. Das ist der erste Atari gewesen. 1978, so wie ich weiß. Das ist der Nachfolger gewesen. Dann haben wir PlayStation 2, 1 mit Chip, ohne Chip, PS1. Plus noch der Commodore 64, kennt sicher auch viel. Ja, dann haben wir noch ein paar Spiele, die ich noch zeigen. Oh, das ist ein ganz geiles Teil. Das ist der Atari Jaguar. Den habe ich erst gerade letztens an der Retrobörse geholt. In Deutschland Oberhausen. Das ist ganz super, wenn wir auch mal vorbeigehen. Die Spiele haben wir eine Art Bruce Lee, The Dragon. Bruce Lee Story, kennt ihr sicher auch. Soccer, sensibel Soccer ist das. Plus Double Dragon. Dann haben wir dann noch ein paar Spiele für den Neo Geo MVS. Das sind Almega CD-Spiele von der Sega Mega Drive CD. Das sind Spiele von dem Master System. Das sind PlayStation 2, muss ich nicht groß erklären, denke ich. Plus PS1 ist auch selbsterklärend. Plus noch recht viele Mega Drive-Spiele. Sind halt nicht mehr so ein guter Zustand. Habe ich sehr günstig bekommen. Für die ganz 43 Spiele, 100 Euro an dieser Retro-Messe. Kann ich nur empfehlen, die Messe. Plus, jetzt kommt das teuerste von allem, was ich da habe. Ist ein PC Engine CD-ROM 2. Minimum. Also ich habe jetzt 300 Euro gezahlt. Ich habe sie aber gesehen auf eBay bis zu 500 Euro. Also das teuerste, was ich überhaupt in der Hand habe. Und ja, das wäre eigentlich alles von meinem Raum. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Oder austauschen, Sachen austauschen, neue Leute kennenlernen und auch so Sachen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.